Tryhard Plus. Ich glaube, seit Jahren wünschen sich die Leute, dass der Black Ops 2 Liga-Modus zurückkommt. Und ich denke mal, dass es in Black Ops 4 jetzt beschlossene Sache ist. Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, wenn ich an die Black Ops 2 Zeit zurückdenke, denke ich an das allererste Mal COD Champs, also die Call of Duty Weltmeisterschaft, die ich das allererste Mal verfolgt habe. Und auch ans erste CLOS denke ich zum Beispiel. Black Ops 2 hat den Competitive Weg für COD einfach mit am meisten mitgeben, da kann keiner was anderes erzählen, Leute. Deswegen gibt es hier mal eine ganz entspannte Runde Stellung gegen ein Full-Team sogar hier. Das wird richtig krass auf Yemen. Ich bin einfach nur reingegangen jetzt, weil ich einfach sagen wollte, ja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber dieser Modus wird ja wiederkommen. Es wird diesen Modus wiedergeben. Dieser Modus war perfekt, weil man einfach perfekt leveln konnte, weil man Ränge aufstehen konnte, weil man einfach perfekt competitive quasi endlich salonfähig gemacht hat mit diesem Modus. Und ich denke mal, da können wir uns auf eine richtig, richtig geile Zeit freuen, wenn das wieder so geil wird, wie ich es mir wünsche, Leute. Und die 100er Prezi ist ja gerade mal derbe am Start, Leute. Ohne Scheiß, Digga. Was mache ich gerade mit denen? Ich glaube, ich habe auch so eine Godcon gerade. Heilige Scheiße. Okay, gucken wir mal, vielleicht können wir das Spiel hier gewinnen. Wie gesagt, totaler Zufall, jetzt, dass wir hier reingejoint sind. Aber Leute, wie geil ist das bitte, dass wir diesen legendären Modus zurückbekommen? Boah, die machen so ernst, geil, Digga. Wie ernst die machen, ist ja zu heftig. Aber wir haben ein paar Franzosen im Team. Auf dem Nacken von Franzosen wie Guillotinen. So, okay. Ich weiß noch, das war die allererste Map CLOS, die ich je gespielt habe. Gegen Team Montana Black 2015, Leute. Was eine geile Zeit. Ich habe damals immer diese Road to Master Videos, also gibt es ja Master Divisionen im Liga-Modus, kennen wahrscheinlich die meisten, von Dingens geschaut, von Nadeshot und so. Und das war immer so eine geile Zeit, Leute. So, die werden jetzt hier auf jeden Fall durchpushen wollen. Und dann ist Marcel aber da. So, zack. Vielleicht kommt hier noch einer durch. Nein, ich push den Spawn, ich push den Spawn. Ja, Leute, auf jeden Fall, es ist einfach so legendär, was dieses Game alles gebracht hat. Und Black Ops 4 will vieles davon zurückholen. Und das ist eine Sache, auf die ich mich einfach so brutal freue. Den nehmen wir mit. Und jetzt sind die da auf jeden Fall außen noch. Den müssen wir auch noch... Okay, der ist hart angehittet. Müsste eigentlich reichen, dass wir den holen. Sehr schön. Jetzt muss ich wieder hier rauspushen. Jetzt kommen die nämlich wieder von da hinten. Hier schön an dem Stein bleibe ich direkt. Also Leute, ich muss sagen, das macht gerade so unglaublich viel Spaß, Leute. Die Connection passt. Keiner hackt. Und wenn das in BO4 wieder so wird, Leute, dann ist doch, das ist doch alles gesaved, Leute. Und ich habe auch gerade so ein gutes Aim. Ich glaube, das kann man sich richtig gut angucken gerade. Alter, Leute, es macht richtig, richtig viel Spaß. Okay, jetzt Headglitchen. Ah, hinten ist die nächste Stellung. Genau, stimmt, so war das, ja. Okay, das ist, ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt auf jeden Fall tot, weil einer wird mich 100 pro pushen. Okay, Leute, wir stehen auf jeden Fall gut da. 8:2, gute Runde. Wir führen, das ist ja das Wichtigste im Liga-Modus. Es geht ja nur um Wins, Leute. Boah, wir haben das damals so viel gezockt. Und wenn das wieder geil wird, Leute, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt müssen wir irgendwie die Stellung breaken. Das ist natürlich nicht einfach, wenn man kein abgesprochenes Team ist. Zumal man sieht, dass die da richtig tryharden. Ja, ich muss es mit dem hier mitpushen eigentlich. Jawohl, schöner Headglitch. Jetzt, ja, gut, 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 gut. Nein, da ist noch einer. Warte, den muss ich holen. Den habe ich aber. Ui. Jawohl, jetzt pushen wir zusammen, komm. Let's go, Baby, sauber. Ah, da kommen die Nächsten, okay. Boah, das wird... Ich habe einfach zufällig gesucht und finde direkt die perfekte Lobby, mit der man es perfekt zeigen kann. Ich freue mich gerade mega darüber. Okay, nach dieser Stellung sind wir, glaube ich, im Scumpel. Das heißt, ich kann schon mal rüber rotieren. Ja, genau, ist nämlich auch so. Und den Spawn schon mal halten, Leute. Aber ich glaube, hier ist schon jemand, oder? Ja, den Spawn haben wir schon mal. Okay, jetzt einfach hier reingehen. Jawohl, okay, die schießen schon hier rein. Aber ist eigentlich egal, ist uns... Boah, Leute, was habe ich gerade für ein gutes Aim? Ich bin gerade voll begeistert. Wir sind nur zu dritt, wir sind nur zu dritt. Jetzt wird es richtig schwierig, jetzt wird es richtig schwierig. Okay. Jetzt geht es nur noch darum, schlau zu sein, nicht zu sterben. Okay, wichtig, wichtig, dass ich nicht gestorben bin. Sehr wichtig. Ich bin aber alleine hier, das wissen die auch. Oh, Leute, nein, schade. Boah, es war perfekt, bis der Teammate rausgeflogen ist, Leute. Das ist die perfekte Vorzeigerunde, wie geil der Stellungs- und Arena-Modus generell ist. Also der Liga-Modus ist einfach legendär, aber jetzt wird es halt sehr, sehr schwer hier noch. Oh, es ist schwer, das alleine zu machen. Ah, Leute, vielleicht kriegen wir es aber irgendwie auf die Kette. Ich glaube, die nächste Stellung ist dann wieder die erste, oder? Gucken wir mal, ob die jetzt hier kommen. Wir spielen auch gegen ein volles Team halt, wie gesagt. Und eventuell... Ah, ich höre hier was, oder? Ah, fuck. Okay, Leute, ich rasiere die hier wirklich vom anderen Stern, aber... Ah, nee, die nächste Stellung ist hier, stimmt. Wichtig, Teammate, wichtig. Den hole ich schon, den hole ich schon. Geh rein, geh rein, geh rein, geh du rein, geh du rein. Einer weak, einer weak. Die hören mich zwar nicht, aber egal. Oh, fuck. Ah, Leute, Leute, schade, dass der Teammate rausgegangen ist. Es macht so Spaß, Leute. Und was ich die ersten Gunfights für ein Aim hatte, das habe ich ja wirklich...
Das war ja wirklich komplett krass. Also wirklich, das war ja vom Allerfeinsten. Oh, one shot da hinten. Ja, ist aber erst 8 Punkte Unterschied. Und jetzt ist die nächste Stellung wieder die erste, aber das wird jetzt halt. Ja, das wird halt so gut wie unmöglich, ne? Boah, Digga, das sind richtige Tryhards, Mann. Schade, schade, Schokolade, ey. Oh, oh, das war's komplett. Er ist links neben mir. Ja, er hat mich. Komm schon, egal, egal. 9 Punkte Unterschied. Das wäre so legendär, wenn wir das irgendwie holen könnten. Sauber, Teammate. Halt's Maul. Den habe ich, okay. Boah, ich versuche schnell zu helfen. Ja, der Shotgun-Player da. Wenn ich rausspringe. Genau deswegen, damit er, weil ich wusste, er kommt überraschend, aber er hat halt eine Submachine Gun. Okay, komm, Jungs, ich helfe euch, ich helfe euch, Jungs. Boah, die machen halt wirklich hundertprozentig ernst, ne? Das ist wirklich krass. Ah, Mist. Guck mal, da ist immer noch einer drin, obwohl ich hier schon den Double Kill hole. Und es ist, also ist nur noch einer am Leben eigentlich. Ich muss hier schnell rein, bevor ich jetzt von hinten sterbe. Nein, 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 er holt den Two-Piece. Die sind so am Tryharden. Das ärgert mich gerade krass, Mann. Hätten wir zu viert gespielt, wäre der Win so easy. Ja, jetzt haben wir verloren. Also jetzt sehen wir das ja schon. Ach, schade, Leute. Mann, Mann, Mann. Ich habe so geil gespielt, so Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es in BO4 wieder genauso Spaß machen wird, Leute. Das ist klar. Vor allem, guck mal, wie gut die sind, ne? Also, was ich gerade gegen die gemacht habe, war ja wirklich krank. Jetzt wissen wir eigentlich, ich bin falsch. Ja, was sollst du jetzt machen? Jetzt kochen die uns ab. Kochen uns komplett ab jetzt. Jetzt immer hier hinten reinlaufen und zu Gott beten. Den habe ich, aber wie viele Sekunden kriegen wir jetzt? Kommt ein Asika, oder? Habe ich zerstört. Oh Mann, Mr. Shotgun, Digga. Er hat mich so an Zelos-Zeiten, wo wir diese Map trainiert haben und so, Mann, das war geil, ey. Na Leute, ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So Leute, spielen wir noch eine Runde Stellung auf Raid, Leute. Auf Raid, auf Raid, auf Raid. Let's go. Hoffentlich jetzt auch keine Hacker, das war wirklich Glück. Schön EMP-Granaten raus, das Beste in dem Spiel, Leute. Wer das nicht spielt, ist dumm. So overpowered, ist nicht mehr normal. Aber auch guter Spot, muss man sagen, ne? Muss man auch sagen hier. Ich glaube, jetzt werde ich gefixt von Leuten, die wahrscheinlich seit 6 Jahren diesen Liga-Modus zocken. Aber Leute, dafür habe ich eben gut gespielt. Also wirklich so wie eben habe ich, glaube ich, noch nie geaimt in einem Video. Also es war ja krank, die ersten Minuten. Da habe ich ja nichts veraimt, gar nichts. Ja, die sind natürlich jetzt gut aufgestellt hier, die Jungs. Da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen drüber im Klaren sein, dass wir jetzt hier nicht mal eben so reinrennen können. Wobei, ich vielleicht, wir haben 2 Downs, kriege ich den dritten auch noch aus. Der dreht sich jetzt um. Ja, haben wir nochmal angeschossen. Der wird niemals damit rechnen, dass ich jetzt schon hier bin. Das wusste ich schon. Ja, guck mal, jetzt habe ich gleich alle 4 down. Wir haben trotzdem die Stellung nicht eine Sekunde. Das ist halt Bullshit. Also Teammates sind Bullshit. Das merkt man jetzt schon. Okay, zweiter Hill ist Kitchen. Schnell dafür aufstellen. Ich lege mich jetzt schon mal hier in Manier, Alter. Auf ganz entspannter Basis. Guck jetzt mal, ob hier einer... Ja, wir spawnen sogar Kitchen. Okay, jetzt eigentlich keine Fehler machen, Leute. Einfach jetzt chillen. Chillt jetzt einfach. Ja, die übertreiben schon wieder maßlos. Jetzt stehen wir gut. Einfach so stehen bleiben. Jetzt nicht sterben, genau. Da hinten weiß jemand auf jeden Fall schon, dass ich hier bin. Er kann ja hier durchschießen, wie er will. Hallöchen. Nein! Aus Versehen geklettert und die Position abgegeben. Was für ein Scheiß. Aus Versehen geklettert, okay. Was für ein Bullshit. Ah, Leute, das wird schon geil. Das wird geil. Nächste Stellung ist da hinten in der Garage. Ja, den habe ich weggemacht. Den Kollegen. Ich bin eigentlich AR-Spieler, aber manchmal muss man sich immer die SMG-Lagen gönnen. Da ist schon mal keiner. Ja, eigentlich muss ich jetzt hier rüberlaufen. Auch wenn es todesriskant ist. Okay, da sind wir. Das war's dann wieder komplett. Wow, schnell rausgekommen. Cleverer Schachzug. Was? What the fuck? Ich bin jetzt voll gelaggt. Man muss wohl dann doch mal die AR auspacken, Leute. Okay, nächste Stellung ist Basketballplatz. Da müssen wir jetzt schnell rüber, Alter. Das weiß er aber auch schon. Wow, fuck, 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 fuck. Ach, nee, Leute. Das war's wieder komplett. Ich spiel Plünderer und fick meine Mutter. Alles klar. Krass, wie habe ich die noch mitgenommen? Okay, das war's wieder komplett. Nein, Schluss. Na, 2 Assists, aber ist auch okay, solange wir die Stellung jetzt holen.
Lauf mal durch jetzt. Die spawnen hier oben. Ich muss es hier einfach ein bisschen abfacken, solange die Teammates da sind. Weil ich kann hier einfach bleiben, ich muss nur leben. Genau so, und jetzt schnell hier rüber. Saubere Kitchen gespielt gerade. Saubere Kitchen wie bei guten Hausfrauen. Kleiner Freestyle. Boah Leute, das wird eine richtig sweaty Runde. Besser geht's ja gar nicht zum Vorzeigen. Ah, er könnte links. Ah, okay, er kam links. Ja, das hat mich zwar nicht der andere. Okay. Nächste Hill ist erste. Ne, Mittelhill, oder? Oh, das war 100er Prezi, Leute. Oh nein. Unter den Baumstellen. Ja, Leute, man kennt es doch noch, Digga. Man kennt es doch noch. Und jetzt gerade ist es wirklich anstrengend. Ich muss jetzt hier schnell hin. Okay, jetzt bin ich gut positioniert. Boah, Leute, das ist so sweaty. Okay, wir haben bessere Spawns. Ich versuche direkt zu slayen. Ich muss eben ein bisschen meiner Slayer-Rolle gerecht werden, weil ich viel zu wenig im Hill bin. Okay, let's go. Ja, ihr müsst auch in den Hill gehen, Jungs, sonst bringt es alles nichts. Okay, komm. Okay, komm, Teammate, den hast du. Wichtig. Boah, Leute, was eine geile Runde, ey. Boah, mein Teammate rasiert da richtig. 28,5, nicht schlecht. Ich spiele, glaube ich, auf Scar, ne? Ja. Vielleicht hackt er auch. Ich hab auch Bock auf Scar. Das ist das Ehrenloseste, was er machen kann in dem Modus. Alle hassen Scar-Spieler. Weil das macht man einfach nicht bei Arena. Weil es einfach genau so ist. Die Gegner sehen dich nicht mehr auf der Minimap, Alter. Okay. Dritter Hill. Ich gehe schon mal rüber als erster, glaube ich. Wobei. Ja, doch. Sollte ich. Oh, er hat einfach die MSMC. Ja, Leute, Sie sehen eine Episode, man geht auf den Sack hier. In der zweiten Runde. Aber trotzdem will ich, dass der Modus wiederkommt, weil das echt Bock macht, wenn der Modus gut ist. Natürlich die ganzen Placements und so, das ist halt das Wichtige dann. Was du halt mit deinem Team dann in irgendeiner Rangliste aufsteigen kannst und so, das ist halt das eigentlich Geile. Und das wird dann halt, also das kann man jetzt in BO2 schon seit Jahren nicht mehr. Da steht die ganze Zeit immer nur Vorsaison, aber diese richtige Saison kommt dann sozusagen nie zustande. Leider. Ich muss eigentlich jetzt nur hier stehen bleiben. Wenn das Team in der Stellung bleibt. Genau, damit ich diese Kills hier machen kann. Noch einer, komm. Na, ah, feindlicher Blitzschlag. Digga, wie spät er das sagt. Krass. Ja, hier braucht man nicht kommen, Digga. Das ist für mich, ja. Rest in Peace. Okay, doch nicht. Boah, Digga, ich habe wirklich zwei Leute angehittet. Boah, wie viel er geschluckt hat, krass. Der hat jetzt schon die 150% Leben. Okay, Leute, wir haben gewonnen. 25-28, Digga, hart aufs Maul bekommen auf jeden Fall. Aber egal, ich würde sagen, die Runde war trotzdem nice, weil wir sie halt eben gewonnen haben. Und ja, also ich hoffe, dass ihr im Modus genauso wiederkommt. Ich habe richtig gute Laune heute gerade, was hat man gemerkt. Viel Spaß beim nächsten Video, lasst ein Like da, haut rein und ciao.